Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Ja, Freunde, wer den Rapper Khatar in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, dass jetzt Khatar auf Instagram nicht mehr vertreten ist. Er ist gar nicht mehr sichtbar. Und zwar hat er sich jetzt formiert. Er nennt sich nun auf Instagram Goldman. Ja, das ist sein riesiges Label, was er auf die Beine gestellt hat, wo er junge Künstler, ja, das war ja schon immer sein Ziel, wo er junge Künstler, Newcomer an Land ziehen kann und mit denen auch Verträge machen kann und somit auch international Verträge auch bekommt mit Newcomer. Freunde, Khatar ist natürlich ein riesiger Geschäftsmann, Freunde, nicht nur Läden, er hat jede Menge andere Businesses, von denen wir vielleicht auch nicht wissen. Er hat jetzt einen neuen, einen neuen Newcomer an Land gezogen, und zwar nennt er sich Gas Fabilius oder Fabilus, soll einer der heißesten Newcomer Afrikas sein, Freunde, und steht nun bei Khatar unter Vertrag. Bereits am 21. Mai erscheint seine erste Single unter Goldman. Das ist ja diese Labelfirma von Khatar, von der ich gerade erwähnt habe. Diese wird den Namen AYE tragen, die Single. Unterstützt wird das Ganze von niemandem geringeren als die Afrobeat-Legende Kofi Olomide. Ja. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Auch ohne Abo bin ich immer stets für euch da. Peace and out, meine Lieben.